Hallo und herzlich willkommen in diesem Video und auf meinem Kanal. Mein Name ist Dominik Machner, ich bin studierter Sportwissenschaftler und studierter Ernährungstherapeut und habe eine Praxis für Schmerz- und Ernährungstherapie in Hannover. Und hier behandeln wir Menschen mit Rückenschmerzen, mit Nackenschmerzen, mit Hüftschmerzen, mit Knieschmerzen. Und viele dieser Menschen haben dann auch Arthrose. Und entweder sie nehmen schon Nahrungsergänzungsmittel gegen ihre Arthrose oder versuchen das zumindest etwas einzunehmen, um die anderweitige Behandlung zu ergänzen. Oder sie fragen mich, was sie denn nehmen können, was ich denn von Nahrungsergänzungsmittel XY halte und ob das denn auch wirklich etwas bringt. Und dann gucke ich mir manchmal die Supplemente an, die genommen werden. Und muss dann leider sagen, nein, dazu gibt es entweder gar keine Belege oder die Belege sind unzureichend oder die Dosierung passt nicht oder schlichtweg, da ist erwiesenermaßen das Ganze so, dass es eben nichts bringt. Und das ist kein Wunder, weil es einfach super, super viele Nahrungsergänzungsmittel gibt, die man potenziell bei einer Arthrose einnehmen kann, die auch beworben werden mit Wirkungen. Und deswegen schauen wir uns heute mal an, welche Supplemente ich denn wirklich empfehle meinen Patienten und welche auch eine gute wissenschaftliche Datenlage haben. Das heißt, wir schauen uns heute einmal die vier vielleicht besten Supplemente bei Arthrose. Wir gucken uns dann an, wie wirken diese Supplemente auf Schmerz, Steifigkeit und auch auf die Gelenkfunktion und dann bei einigen Studien eben auch auf die Lebensqualität, wie wirkt sich das da auch oder auch auf den Gebrauch von Schmerzmitteln zum Beispiel. Brauche ich weniger Schmerzmittel, wenn ich dann diese Nahrungsergänzungsmittel nehme? Punkt Nummer 1 wäre Kollagen. Kollagen ist ein Supplement, was in den letzten Jahren immer mehr an Relevanz gewonnen hat. Es gibt immer mehr Studien dazu und deswegen ist jetzt auch eine neue sogenannte Meta-Analyse herausgekommen. Wir gucken uns sowieso nur sogenannte Meta-Analysen an, was die Studien angeht. Kurze Erklärung dazu, wenn du das nicht weißt, was das ist. Eine Meta-Analyse fasst quasi alle Studien zu dem entsprechenden Thema zusammen und bündelt sie und guckt einfach, wo ist jetzt wirklich der Effekt. Wir haben ja manchmal Studien, die haben einen sehr großen Effekt. Wir haben Studien, die haben keinen Effekt oder einen sehr kleinen Effekt. Und dann wird einfach geguckt, okay, so im Durchschnitt, wie ist jetzt der Effekt, wie ist die Effektstärke jetzt wirklich in Bezug auf dieses Supplement. Und die Meta-Analyse aus dem Jahr 2024 zu Kollagen bei Arthrose umfasst mittlerweile 35 sogenannte randomisierte klinische Interventionsstudien mit über 3000 Patienten. Und auch dazu vielleicht nochmal ein, zwei Worte. Randomisierte klinische Interventionsstudien sind in der Medizin so der höchste Standard für Studien. Da wird zum Beispiel einer Gruppe von Menschen mit Arthrose dann ein Nahrungsergänzungsmittel gegeben oder ein Medikament und dann kriegt diese Gruppe eben das sogenannte Verum, das ist das, Kollagen jetzt in dem Fall. Und es gibt aber auch noch eine Gruppe, die dann zum Beispiel ein Placebo bekommt und dann kann ich eben ausschließen, dass der Placebo-Effekt für den Effekt verantwortlich ist, für die Linderung der Beschwerden zum Beispiel. Denn ich will ja wissen, okay, hilft jetzt Kollagen zum Beispiel. Und dann kann ich das Ganze noch verblinden, dann kann ich eben sicherstellen, dass weder die Forscher noch die Studienteilnehmer wissen, ob sie jetzt den Placebo oder eben das Kollagen in dem Fall bekommen. Und dann kann ich die Teilnehmer auch noch randomisieren. Randomisieren heißt, dass ich die Teilnehmer den Gruppen zufällig zuordne, damit ich nicht zum Beispiel Leute, wo ich jetzt als Forscher denke, die sind bestimmt irgendwie besser darauf ansprechend, dass ich die dann alle in die Gruppe packe, wo ich dann zum Beispiel das Verum gebe, also das Kollagen zum Beispiel. Das passiert sowieso nicht, wenn ich es noch verblinde, aber durch diese Randomisierung werden die Teilnehmer einfach zufällig zugeordnet und dann ist das einfach eine schöne Methode, um da eine Gleichheit zwischen den Gruppen, was bestimmte Parameter angeht, herzustellen. Sonst könnte es ja auch sein, wenn ich jetzt Gruppe A immer die nehme, die als erstes gekommen sind, dann sind das meinetwegen alle Leute, die über 60 sind. Und dann habe ich in der zweiten Gruppe meinetwegen alle Leute, die irgendwann später dazugekommen sind und die sind aber alle unter 40. So, und dann ist das halt
nicht gut vergleichbar. Oder dann habe ich eine Gruppe, die ist viel schwerer, hat mehr Körperfett oder ist durchschnittlich irgendwie unfitter. Und das kann ich eben vermeiden, wenn ich eben das randomisiere sozusagen. Okay, was kommt jetzt beim Kollagen raus? Da kommen kleine bis moderate Effekte zur Reduktion von Schmerzen raus und auch eine Verbesserung der Gelenkfunktion kann durch die Einnahme von zum Beispiel 10 Gramm Kollagen, hydrolysiertes Kollagen pro Tag erreicht werden. Dann sprechen wir noch über die Sicherheit. Also ist das auch sicher? Kann ich das einnehmen? Habe ich irgendwelche negativen Effekte zu erwarten? Hier ist jetzt herausgekommen, dass es keine negativen Effekte gegeben hat, die größer gewesen wären als in der Placebo-Gruppe. Das heißt, natürlich treten immer irgendwie Nebenwirkungen auf, irgendwer hat immer irgendwas in irgendwelchen Studien, aber die Frage ist, passiert das häufiger in einer Placebo-Gruppe, die dann ja zum Beispiel nur Zuckerkapseln bekommen oder nur irgendwas anderes, was gar keine Wirkung hat, passiert das dann öfter in der Gruppe, die Kollagen bekommen hat? Nein, tut's nicht. Also ist das prinzipiell in der Dosierung sicher. Okay, nächster Punkt, Kurkumin. Kurkumin haben wir auch schon auf diesem Kanal ein bisschen drüber gesprochen. Es gibt aktuell 23 randomisierte klinische Interventionsstudien und aus diesen 23 Studien hat man dann auch wieder eine Meta-Analyse gestrickt und dort hat man sich dann eben angeguckt, wie wirkt sich das Ganze auf den Schmerz aus, wie wirkt sich das Ganze auf den sogenannten WOMAC-Score aus. Der WOMAC-Score misst auch Schmerz, Gelenksteifigkeit und die physische Funktion, also zum Beispiel Schwierigkeiten beim Treppe hochgehen, Treppe runtergehen, beim in die Hocke gehen, solche Sachen dann eben. Und dort haben wir dann auch eine Reduktion der Schmerzen. Wir haben eine Verbesserung des Gesamt-WOMAC-Scores, also der Gesamtsituation zum Beispiel. Wir haben aber keinen Effekt in dem sogenannten Subscore von der Funktion oder auch von der Steifigkeit. Also da scheint sich der Effekt vom Kurkumin wirklich hauptsächlich auf Schmerz und so die Gesamtlage einfach darzustellen und weniger eben Funktion und Steifigkeit. Allerdings haben die Menschen, die jetzt Kurkumin genommen haben, auch weniger Notfallmedizin gebraucht, also weniger Paracetamol, weniger Ibuprofen bei Bedarf sozusagen. Und es gab dann in den Gruppen, wo diese nicht-steroidalen Antirheumatika wie Ibuprofen dann kombiniert wurden mit Kurkumin, auch weniger Nebenwirkung als in den Gruppen, wo es quasi nur die nicht-steroidalen Antirheumatika gewesen sind. Also prinzipiell ist da auch Kurkumin in den entsprechenden Dosierungen sicher. Das sind dann immer so 200 bis 1500 Milligramm, je nachdem, welches Präparat man dann dort nimmt. Hier gibt es allerdings auch noch kleine Limitationen zu nennen. Zum Beispiel kann es gut sein, dass es einen kleinen sogenannten Publication Bias gibt. Publication Bias bedeutet, dass die Studien zu Kurkumin, die keine positiven Ergebnisse herausgebracht haben, also die weder positiv noch negativ gewesen sind, sondern die einfach gar nichts ergeben haben, dass die möglicherweise nicht veröffentlicht wurden. Das kann man dann eben einfach vermuten anhand von Tests, die man in der Studienauswertung machen kann, kann man eben vermuten, dass da so ein paar Ergebnisse möglicherweise in den Schubladen der Forscher geblieben sind und nicht veröffentlicht wurden. Dann wurde Kurkumin nicht unbedingt jetzt bei einer Arthrose Grad 1, Grad 2, Grad 3, Grad 4 immer einheitlich getestet, sondern immer so ein bisschen im Mix. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, wie wirkt Kurkumin bei Arthrose Grad 1, wie wirkt es bei Arthrose Grad 4. Das können wir leider so noch nicht sagen, da brauchen wir noch mehr Studien. Okay, nächstes Nahrungsergänzungsmittel wären die Omega-3-Fettsäuren. Und da geht es um EPA und DHA. Also es geht nicht um Leinsamen, Chiasamen, Walnüsse und so weiter, sondern es geht um Fischöl bzw. um Algenöl. Dort gibt es mittlerweile 9 RCTs, also randomisierte klinische Interventionsstudien, mit über 2000 Patienten. Und dort hat man dann Dosierungen von entweder 350 bis 2400 Milligramm von EPA und DHA genutzt. Man hat sich auch wieder den Schmerz angeguckt, man hat sich die Funktion angeguckt und ist dann zu dem Ergebnis gekommen, wenn man alle Studien miteinander kombiniert, dass es eben eine Schmerzreduktion gibt, wenn ich Omega-3-Fettsäuren einnehme. Genauso auch gibt es eine verbesserte Funktion des entsprechenden Gelenks und auch hier wieder keine
vermehrten Nebenwirkungen im Vergleich mit dem Placebo zum Beispiel. Was gibt es hier für Limitationen? Die Dosierung ist unklar. Ne? 3500 bis 2400 Milligramm ist ja eine riesen Spannweite. Es kann gut sein, dass die niedrigere Dosis genauso gut wirkt wie die hohe Dosis. Und deswegen kann man einfach sagen, so vielleicht reichen auch 250 Milligramm aus, 350 Milligramm, das, was wir zum Beispiel auch bekommen, wenn wir, wie von der DGE empfohlen, 2 Portionen fetten Fisch pro Woche essen. Das wäre dann da auch meine Empfehlung, aber zu meinen Empfehlungen kommen wir dann ja auch gleich noch. Es wurde auch nicht berücksichtigt, essen die Leute schon Fisch? Also natürlich wirkt das am besten, wenn Leute wenig oder keinen Fisch essen. Das Verhältnis von EPA zu DHA, also brauche ich mehr EPA, brauche ich mehr DHA, funktioniert da eins besser als das andere? Das wurde auch leider nicht berücksichtigt immer in den Studien. Von daher gibt es da noch so ein paar Unklarheiten sozusagen. Okay, viertes Nahrungsergänzungsmittel, Glucosamin und Chondroitin. Gehört auch zu den sogenannten Slow-Acting-Drugs, also einfach ein Gelenkknorpelbestandteil zum Beispiel, der auch seit mehreren Jahren durchaus in die Therapie schon eingeflossen ist. Allerdings auch da noch mit ein bisschen unklarer Datenlage. Wir haben aktuell so 25 randomisierte klinische Interventionsstudien, 13 davon mit Chondroitinsulfat, 9 mit Glucosaminsulfat und 3 in Kombination dieser beiden Produkte. Und dann sind wir immer so bei 1200 bis 1500 Milligramm in den meisten Studien. Und tatsächlich zeigt sich dann beim Chondroitinsulfat eine reduzierte Schmerzintensität und verbesserte physische Funktion. Beim Glucosamin zeigt sich aber eine verringerte Gelenkspaltschmälerung, also dass wir dieses Annähern des Gelenkspalts bei Arthrose eventuell ein bisschen reduzieren können. Und das ist jetzt ganz spannend, wenn wir beides miteinander kombinieren, dann zeigt sich gar kein Effekt mehr. Das heißt, man könnte jetzt hingehen und sagen, ne, wenn du eher Schmerz und Funktion verbessern willst, dann nimm Chondroitin. Und wenn du eher dieser Verschmälerung des Gelenkspalts entgegenwirken willst, dann nimm eher Glucosamin. Oder du sagst, hey, vielleicht liegt es auch an dem Studiendesign. Es gibt halt erst 3 Studien, wo das Ganze in Kombination getestet wird. Vielleicht funktioniert ja doch beides. Dann probiere ich halt beides in Kombination aus und gucke, wie es mir geht. Wie sehe ich das jetzt generell so aus therapeutischer Perspektive? Denn es gibt eben diese Meta-Analysen, es gibt auch diese Studien, aber trotzdem empfiehlt dir ja meistens kein Arzt, diese Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Und das liegt ganz einfach daran, dass diese es noch nicht in die sogenannten Leitlinien geschafft haben. Leitlinien sind die wissenschaftlichen Empfehlungspaper, wo die Ärzte sich dran orientieren, wie sie dich zu therapieren haben. Denn wenn sie sich nicht daran halten, dann kann man ihnen eventuell auch einen Behandlungsfehler nachweisen und dann geht es denen quasi an den Kragen. Deswegen halten die sich an diese Leitlinien. Und da steht dann teilweise drin, wir haben noch zu wenig Daten, wir wissen nicht, bei wem es genau funktioniert, wir kennen die genaue Dosierung nicht, wir wissen nicht, bei welchem Stadium der Arthrose das funktioniert. Und das trifft letztlich auf diese Supplemente auch zu. Von daher ist es total gut begründbar, wenn man jetzt als Patient vom Arzt gesagt bekommt, diese ganzen Supplemente helfen nicht. Das ist vielleicht ein bisschen verkürzt, weil letztlich helfen sie ja eventuell doch. Aber wenn man eine ganz einfache Ja- oder Nein-Aussage will, dann sagt der Arzt, nein, helfen nicht. Jetzt gibt es aber Leute, die wollen das trotzdem nehmen. Und dann bin ich immer der Fan davon zu sagen, okay, dann nehmen wir halt wenigstens das, was sicher ist und was eine gute Chance hat zu helfen. Und wo man dann das einfach mal ausprobiert. Und das sind eben diese 4. Das ist Kurkumin, das ist Kollagen, das sind die Omega-3-Fettsäuren und das ist Glucosamin und Chondroitin. Hier ist die Datenlage wirklich am besten und deswegen würde ich diese 4 empfehlen. Ich würde aber nicht alle auf einmal nehmen, sondern 1 nehmen in der entsprechenden Dosierung für zum Beispiel 3 Monate. Ist auch eine klassische Dauer bei den Studien. Und dann kannst du ja gucken, was dir das Ganze bringt. In welchem Rahmen kann ich jetzt überhaupt Effekte erwarten? Also sagen wir mal, du hast jetzt einen Schmerz von 6 auf einer Skala von 0 bis 10. Dann kannst du erwarten, dass dein Schmerz zum Beispiel auf 5,5 im schlechtesten Fall sinkt und im besten Fall vielleicht auf eine 2 und im Durchschnitt vielleicht auf eine 4,5. Also so 0,5 bis 3 ist eben die Range, wo wir uns hier bewegen und im Durchschnitt vielleicht zu 1,5. Und da musst du dir auch die Frage stellen,
Merkst du es, wenn du einen Schmerz hast, der nicht mehr 6 ist, sondern 4,5 oder nur 5,5? Merkst du das? Ist es das Geld wert? Die Frage kann ich nicht beantworten, die musst du selber beantworten. Es besteht aber halt auch die Chance, dass es von einer 6 auf eine 3 geht vielleicht. Und das ist vielleicht durchaus merkbar. Und das sind dann die Fälle, wo Leute auch im Internet schreiben oder die erzählen vielleicht, ein Bekannter, Freunde, Familie, hey, bei mir hat das was gebracht. Aber ob das bei dir was bringt, das können wir halt so nicht unbedingt sagen. Aber ausprobierenswert finde ich diese 4 in jedem Fall und das sage ich dann auch meinen Patienten. Jetzt ist die Frage, wie stelle ich sicher, dass mein Nahrungsergänzungsmittel, was ich einnehme, dann auch die Inhaltsstoffe hat, die hinten auf der Verpackung draufstehen. Denn das ist tatsächlich nicht reguliert. Das kann dir keiner garantieren, außer der Hersteller zeigt dir, hey, wir verkaufen gerade diese Charge und in dieser Charge hat ein unabhängiges Labor festgestellt, das, was wir hinten drin haben wollen, das ist auch wirklich drin, das hat uns unser Lieferant geliefert. Wir haben auch keine Schadstoffe und deswegen garantieren wir dir, dieses Produkt enthält das, was drin sein soll. Das ist aktuell nur bei meinem Partner Watson Nutrition gegeben. Watson Nutrition ist eine Firma, die vegane Nahrungsergänzungsmittel herstellt. Das braucht dich jetzt prinzipiell nicht zu interessieren, weil die einfach ganz normal sind, aber haben dann eben keine Tierausbeutung und Grausamkeit im Herstellungsprozess, was eine gute Sache ist im Prinzip. Und dann wirken sie an sich genauso. Die haben dann zum Beispiel das Algenöl, was ich dir dann eben empfehlen kann. Da würde ich dann eben so eine Dosis nehmen von 250 Milligramm am Tag zum Beispiel. Ist eine vollkommen sichere, niedrige Dosis. Kriegen wir auch, wenn wir Fisch essen würden. Also ganz, ganz risikoarm sozusagen. Dann kann ich dir auch das Glycin empfehlen als Ersatz für das Kollagen, weil Kollagen selber ist ein tierisches Protein und das gibt es aktuell nur von einer einzigen Firma, habe ich jetzt neulich gehört, in vegan, aber das habe ich mir noch nicht so genau angeguckt. Deswegen bleiben wir mal beim Glycin. Glycin ist eine Aminosäure, die die Kollagensynthese im Körper anregt. Das heißt, Glycin ist etwas, was der Körper dann benutzt, um Kollagen selber herzustellen. Deswegen können Menschen, die jetzt sich vegan ernähren, vegan leben oder vegetarisch zum Beispiel, die können Glycin nehmen, auch 10 Gramm am Tag und dann baut sich der Körper daraus Kollagen und dann ist das das gleiche wahrscheinlich, wie wenn ich jetzt 10 Gramm Kollagen einnehmen würde. Das wäre meine Empfehlung, was die Produkte von Watson angeht. Hier ist es so, dass das ja eine Partnerfirma von mir ist und deswegen kriegst du dann mit dem Code Dominik immer 5% Rabatt. Beziehungsweise mit dem Code Dominik10 bekommst du 10% Rabatt, das aber nur einmalig. Das heißt, da könnte man dann auch eine Bestellung über 3, 4, 5, 6 Produkte sozusagen machen oder einfach vom selben Produkt 3, 4, 5, 6 bestellen, weil dann gibt es auch noch einen Mengenrabatt. Und dann kriegst du den Mengenrabatt und dann nochmal meinen Rabatt und dann wird das Ganze wirklich nicht besonders teuer. Curcumin und auch Glucosaminchondroitin gibt es bei Watson noch nicht. Da würde ich dir tatsächlich empfehlen, dann in die Apotheke zu gehen und dich dort einfach mal beraten zu lassen. Ich habe einfach so im Gefühl, denke ich, dass man immer in der Apotheke noch besser beraten wird, dass da auch die Produkte durchaus noch eventuell ein bisschen mehr Qualität haben. Ist jetzt ein bisschen Gefühl nur, als wenn man jetzt irgendwie auf Amazon geht und da Glucosamin eingibt, dann kann da halt wirklich alles Mögliche drin sein. Das weiß ich nicht, empfehle ich meinen Patienten irgendwie nicht. Auch die Produkte in der Apotheke müssen dir eigentlich beweisen, dass sie schadstofffrei sind, dass sie die Inhaltsstoffe auch enthalten. Von daher ja, kann ich einfach kein Produkt empfehlen, aber Apotheke würde ich tendenziell denken, dass das eine gute Idee ist. Und wenn du eben sicher gehen willst, dass da das drin ist, was drin sein soll und keine Schadstoffe drin sind, dann greif eben zu den Omega-3-Fettsäuren von Watson oder zu dem Glycin oder dem Kollagen-Booster. Das ist der Produktname sozusagen. Ich hoffe, dir hat das Video jetzt gefallen und was gebracht. Du findest wie immer auch die Quellen in der Videobeschreibung unten. Und dann ja, schreib einfach gerne einen Kommentar, zu welchem Supplement du gerne auch noch wissen willst, ob es vielleicht nicht auch da Studien zu gibt. Dann gucke ich, ob ich dazu schon ein Video habe oder beschäftige mich mit der Literatur. Und dann gehen wir dem Ganzen auf den Grund.